Liebe Mitglieder und Freunde des Wirtschaftsbeirates Bayern, wegen der Corona-Krise sind leider viele unserer Veranstaltungen ausgefallen, daher wende ich mich heute an Sie in diesem Videocast. Ich möchte zunächst Dank sagen all den Unternehmen, den Handwerksbetrieben, den Firmen, den Familienunternehmen, die sich an uns mit Vorschlägen, wie wir durch diese Krise am besten durchkommen können, gewandt haben. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte vorweg sagen, ich glaube, dass wir alle gemeinsam diese Krise meistern werden. Warum? Weil jeder von uns Verantwortung trägt und das, was ich erlebe, ist, dass jeder auch die Verantwortung wahrnimmt. Und weil ich erlebe, dass es einen ganz großen Zusammenhalt gibt. Den Zusammenhalt im Kleinen wie im Großen. Das beginnt in der Familie, bei den Nachbarn, unter Freunden. Das erlebe ich in den Betrieben, aus denen mir berichtet wird. Unsere Firmenlenker, unsere Firmeninhaber, die in der schwierigen Zeit eine ganz große Verantwortung haben und dieser gerecht werden. Das erlebe ich in der Mitarbeiter, in der Belegschaft, mit den Arbeitnehmervertretern. Aber ich sehe auch, wie verantwortungsvoll der Staat reagiert und erlauben Sie mir einfach auch an dieser Stelle mal ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Zunächst Dankeschön an unseren bayerischen Ministerpräsidenten, der mit Blick auf die Bewältigung dieser Situation Taktgeber, Motor in ganz Deutschland ist. Ein herzliches Dankeschön für die vielen, vielen Maßnahmen, die zügig und unbürokratisch umgesetzt wurden, damit wir einigermaßen gut durch diese Krise hindurchkommen werden. Ich möchte auch unserer Bundeskanzlerin ganz herzlich Dank sagen für ihre Ansprachen, für die Maßnahmen, die sie auf Bundesebene zusammen mit ihrem Kabinett und vielen Verantwortlichen initiiert hat. Und meine Damen und Herren, erlauben Sie mir als Europaabgeordnete auch darauf hinzuweisen, dass auch unsere Kommissionspräsidentin sehr, sehr engagiert hier alles unternimmt, um in Europa auch den nötigen Freiraum zu schaffen, dass die Mitgliedsländer eben auch ihrer Verantwortung vor Ort mit ganz gezielten Maßnahmen der Krise Herr werden können. Das Wichtigste ist natürlich zunächst, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen, das heißt, dass wir unser Gesundheitssystem und vor allen Dingen unsere Krankenhäuser entlasten. Im zweiten Schritt brauchen wir aber auch eine Stütze, eine Hilfe für unsere Unternehmen. Wir müssen die Wirtschaft stabilisieren. Fast all das, was jetzt hier politisch veranlasst wurde, halte ich für richtig. Denn die Unternehmen brauchen zum einen Liquidität, um Insolvenzen zu verhindern. Das ist passiert durch die Vielzahl an Liquiditätshilfen, die aufgelegt wurden. Und zum anderen durch das Kurzarbeitergeld, das unbürokratisch eben auch zur Auszahlung kommt und den Unternehmen erlaubt, auch ihre Mitarbeiter im Betrieb weiter zu beschäftigen. Ich denke, wir müssen vielleicht noch weiter in dieser schweren Zeit gehen und zum Beispiel auch über Staatsbeteiligungen nachdenken. Natürlich nur zeitlich befristet und dann mit einem geplanten auch Ausstiegsszenario, aber auch in dieser Krise, denke ich, ist ein solches Instrument einfach mitzudenken. Ich habe nur einen Vorbehalt zu machen mit Blick auf die Maßnahmen, die bislang hier alle veranlasst wurden. Das ist das sogenannte Verbrauchermoratorium. Also da habe ich einfach meine Bauchschmerzen. Ich halte das eher für einen Irrweg, in bestehende privatrechtliche Verträge einzugreifen, Verbindlichkeiten hier durch Gesetz auszusetzen. Also das ist etwas, was ich nicht gut finde, aber das ist dann eine Debatte, die wir an anderer Stelle und später mal führen müssen. Alle getroffenen sonstigen Maßnahmen halte ich für gut. Was die Maßnahmen anbelangt, würde ich gerne als Europaabgeordnete auch aufzeigen, dass auch die Europäische Union nun seit Wochen wirklich sich sehr engagiert bemüht, auch die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Zum einen, indem wir die Beihilferegeln beispielsweise lockern, indem wir auf Dokumentationspflichten und vieles, vieles verzichten, Bürokratie, behördliche oder regulatorische Auflagen einfach aussetzen, damit unbürokratisch und schnell auch in den Mitgliedstaaten Hilfe angeboten werden kann. Wir versuchen daneben auch Gelder zur Verfügung zu stellen zur Überbrückung dieser schwierigen Pandemiezeit. Zum einen die Kohäsionsfonds, Mittel daraus werden umgeschichtet, also aus den klassischen Strukturfördermitteln nehmen wir Mittel, um die Betriebe zu stärken.
Wir haben aus dem Investitionsfonds auf europäischer Ebene auch Mittel zur Verfügung gestellt, gerade für die kleinen mittelständischen Unternehmen, und sind gerade jetzt auch noch dabei, den sogenannten Europäischen Solidaritätsfonds zu öffnen. Der greift bislang nur für in Fällen, in denen Naturkatastrophen erfolgen. Den wollen wir jetzt auch öffnen, eben für den Pandemiefall, den wir jetzt in den Griff kriegen müssen. Daneben gibt es auf europäischer Ebene Regelungen, um den Gütertransport einfach nach wie vor abzusichern. Also die sogenannten grünen Fahrspuren, die jetzt über die Grenzen hinweg eingerichtet wurden, um sicherzustellen, dass die Belieferung mit Lebensmitteln vor allen Dingen weiterhin zügig erfolgen kann. Das ist auch eine Maßnahme, die die Europäische Union veranlasst hat. Und last but not least, wir haben auch viel Geld jetzt in die Hand genommen, um aus unseren Forschungsfördermitteln eben hier ganz gezielt Unternehmen zu unterstützen, die Impfstoffe entwickeln. Also CureVac ist so ein Beispiel. Die 80 Millionen, von denen Sie vielleicht gehört haben, die stammen aus den europäischen Forschungsförderprogrammen. Wir müssen uns, glaube ich, heute schon Gedanken machen für die Zeit nach der Pandemie. Und da ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, dass wir unsere Betriebe, unsere Unternehmen dadurch stärken, dass wir ihnen den nötigen Freiraum verschaffen, damit sie wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, steuerliche Reformen anzustreben und die auch zügig umzusetzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auch staatlicherseits Projekte endlich mal zeitnah, schnell, unbürokratisch umsetzen, die schon lange in der Pipeline sind, insbesondere im Bereich der Infrastrukturen, nicht nur Schiene und Straße, sondern vor allen Dingen auch die digitale Infrastruktur jetzt massiv ausbauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Regulierungspause einlegen, also wirklich den Freiraum schaffen durch möglichst wenig Vorgaben, möglichst wenig Regulierung, Bürokratie. Ich glaube, dann ist es den Unternehmen am allerleichtesten möglich, da, ich sag mal, ihren Weg zu gehen und auch wieder Wertschöpfung hier zu erzeugen. Eins ist klar, der Staat, unsere, lebt von der Realwirtschaft. Wenn es keine florierenden Unternehmen gibt, dann gibt es keine Einnahmen für den Staat, dann können wir die Beamten nicht bezahlen, dann können wir nicht die Sozialkassen füllen, dann haben wir keine Arbeitsplätze. Also Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft geht halt nun mal alles nicht. Und deshalb werbe ich wirklich für die Zeit danach, die Stunde auch zu nutzen und zu sagen, wir lassen unseren Unternehmen, unseren Firmen, unseren Betrieben jetzt künftig den Spielraum, um sich da auch wieder gut zu positionieren. Ich komme zum Schluss. Eine letzte Anmerkung sei mir noch gestattet. Kommt von, als Anregung von Herrn Professor Sinn. Professor Sinn ist der Vorsitzende des Ordnungspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Übrigens hat er ein exzellentes Podcast publiziert, das ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Wenn Sie YouTube aufrufen, Professor Sinn, Corona-Krise, dann schauen Sie da bitte mal rein. Er hat also präzise analysiert, wie es zum Ausbruch dieser Krise gekommen ist, wie die Reaktionen sind und vor allen Dingen, was er glaubt, was es für volkswirtschaftliche Konsequenzen gibt und welche Maßnahmen notwendig sind, um möglichst gut aus der Krise auch hervorzugehen. Also kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Und er hat auch eine wichtige Sache gesagt, die mir als Europäerin ganz besonders am Herzen liegt, nämlich, dass wir Bayern im Besonderen hier eine Verantwortung auch für unsere italienischen Nachbarn, unsere italienischen Freunde haben. Denen geht es ja ganz, ganz schlecht momentan. Sie wissen, wie marode das Gesundheitssystem vor Ort ist. Sie alle kennen die Fallzahlen, die tagtäglich aktualisiert werden. Meine Damen und Herren, ich unterstütze vollumfänglich den Spendenaufruf von Herrn Professor Sinn. Wenn Sie ein wenig Mittel, liquide Mittel zur Verfügung haben, bitte unterstützen Sie unsere italienischen Nachbarn. Gehen Sie auf die Seiten unseres Wirtschaftsbeirates, da sind die Spenden Kontonummern hier aufgeführt. Wir wollen direkt eben auch einen kleinen Beitrag leisten, um die Situation in Italien, die mit am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind, zu lindern. Und wenn Sie da einen kleinen Beitrag leisten wollen, indem das Rote Kreuz vor Ort und unterstützt wird, dann möchte ich Ihnen dafür schon von ganzem Herzen danken.
Ich hoffe, Sie alle bleiben gesund. Ich hoffe, dass wir uns bei einer der nächsten Veranstaltungen des Wirtschaftsbeirates gesund und munter wiedersehen. Und nochmals, halten Sie durch. Es ist für alle hier eine herausfordernde Zeit. Aber wenn wir zusammenhalten, meine Damen und Herren, dann werden wir es auch schaffen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Unsere Gesellschaft hält zusammen, wenn sie zusammenhalten muss. In diesem Sinne, Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.